Crafting Table hier rein. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das ist hier ein anderes. Das Panel, das ist Diorit. Das ist ein anderer. Da habe ich anders gechiselt. Aber ich finde den Panel eigentlich schöner. Der Talb, Polished Diorit, den Polished finde ich schöner. So, jetzt ist nur die Frage, wo kriege ich denn jetzt auf die Schnelle noch Diorit her? Sieht schlecht aus, gell? Ey, wir haben hier alles. Wir haben da hinten ein Sumpfbiom, wir haben da hinten ein Birkenbiom. Da haben wir Rubberwood. Also wir haben hier wirklich alles, was wir brauchen. Außer also Diorit. Aber das sehe ich, glaube ich, da hinten welchen. Latsch ich mal kurz hin. Da ist auch welcher. Ich brauche ja nicht so viel. Also ich brauche schon ein paar. So ein Stack wäre nice. Dass wir einfach fertig bauen können, ja? Sonst steht da wieder so ein halbes Gebäude mit halbfertigem Boden. Ja, auf die 2 kam es jetzt an, hey. Aber das hier ist interessant, das ist Limestone, gell? Limestone kann man immer gut mitbauen. Ah, aber da hinten sehe ich noch viel Diorit. Ja, wollo. Da ist richtig viel. Wahrscheinlich der ganze Berg besteht aus Diorit. So, vielleicht fragt sich der eine oder andere, ey, wieso gibt es keine Anmoderation? Das erkläre ich euch ganz easy. Das sind alles vorproduzierte Folgen auf Minecraft. Das tut mir leid ein bisschen. Aber wir haben, ich habe im Moment 3 große Projekte am Laufen. Und es ist einfach so, dass die Projekte täglich erscheinen. Ja, und nicht nur einmal in der Woche. So wie es bei manchen der Fall ist. Sondern ich lege gerade Wert drauf, dass ich das relativ konstant täglich rausbringe. Zumindest Minecraft und die Hof Bergmann. Und darum ist es notwendig, dass ich gewisse Folgen vorproduziere. Weil sonst komme ich gar nicht mehr raus. Ich habe, wenn man so will, einen Vollzeitjob. Ja, also ich mache dieses ganze YouTube-Dingens alles nebenbei. YouTube braucht bei mir am Tag, also wenn ich jetzt das einzeln rechnen würde, oder jede Folge braucht ungefähr 1 Stunde mit Rendern. Aua. Mit Rendern, aufnehmen, also spielen, aufnehmen. Und was so halt alles dazugehört. Warte mal, das kenne ich noch nicht. Ich habe keinen Platz. Machen wir den Limestone auch nochmal weg. Das sind nämlich bestimmt Water Chestnut. Da wäre noch was anderes rausgekommen. Aha, hier sind die Blueberry, die Cranberries. Das ist gut, das müssen wir mitnehmen.
Ich finde immer irgendwas anderes, was ich tun muss. Was ich tue. Nicht muss. Aber ist halt interessant, was hier noch alles für verschiedenes Gemüse auf uns zukommt. Ich hätte gerne nämlich noch Erdnüsse. Und ich meine, dass die hier mit drin sind. Okra. Okay. Brussels Sprouts. Spice. Okay. Okay. Was haben wir hier? Nochmal Cherry Wood. Das können wir auch nochmal mitnehmen. Yay, wir haben sogar ein Setzling gekriegt. Yay, yay, yay. Okay, also wenn wir noch Essen brauchen, hier gibt es eine Menge, ganze Menge. Schlaraffenland. Ich glaube, das mit dem Bauernhof mache ich wirklich. Alter, die wachsen so schnell hier, die Baumwolldinger. Da kannst eine Dingplantage, eine Wollplantage aufmachen. Nice one, das funktioniert. Und zwar heftigst gut. Und irgendwie hängt es jetzt gerade. Irgendwie geht die Lava auch nicht leer. Das ist auch schon mal sehr interessant. Die Blöcke mal noch fast sortieren. Ich kann nämlich da rein. Nickelohr und Silberohr. Geht richtig ab, die Produktion. So ist es geil. So läuft alles und wir kommen voran. So, Diorit haben wir gerade geholt. Genau, da war ja was. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. So, warte, den habe ich ja da drin. Dass wir uns hier so Dings da bauen. Fackeln noch ein paar. Ne, passt. Wir bauen uns hier. Gatter. Drei Stück. So, kommt nämlich kein Zombie durch. Und ist doch relativ offen gehalten. Das ist unnötig, ich weiß. Okay. So, jetzt müssen wir gucken. Nach dieser ganzen Draw-Geschichte. Ich würde fast sagen, dass wir die 16 Stacks machen. Die 32 bräuchte man nicht unbedingt. Deshalb brauchen wir doppelt so viele Kisten, wie normales Holz. Also wir bräuchten dann die Drawer, zwei Kisten und Holz. Alter, das gibt was.
Können wir erstmal 10 Millionen Kisten machen. Und dann sehen wir weiter. Kriegen wir da hier wieder. Ne, da kriegt man nichts mehr raus. Das ist ein bisschen doof. So. Viele Kistis. Also ich werde so viele Kisten brauchen, von dem her ist es kein Problem, wenn wir hier mal ein paar Kisten mehr machen. Kann ich daraus auch Kisten machen? Lol. Lass mich gerade mal überlegen. Da kommen direkt vier Kisten raus. Aus einem Holz kommen vier Holz. Lol, wie easy. Dann machen wir das doch gleich so. Okay. Moment. Nee, ich muss erst noch ein bisschen Holz machen. Raw haben wir jetzt schon mal. Wo tue ich die denn jetzt hin? Da rein. So, jetzt brauchen wir noch diese Framed Drawers. Das waren nochmal doppelt so viele Kisten. Davon brauchen wir auch zwei. Warte, wie viel gehen hier rein? 3 mal 4 sind 12, 14. Nein, 12, 24. 36, 48, 60. 60 Drawn brauche ich eigentlich. Dann mache ich noch ein paar. Haben wir. Sechs Stück. Alles passt. Ah, ne, warte mal. 1, 2, 3. So, 60 Draw. Jetzt brauchen wir noch einen Haufen Kisten. So krank wieder, was ich hier probiere. Ich brauche ja noch mal, kommen zwei raus, 30 Kisten. Aber ich kann nicht die ganze Zeit Birchwood dafür nehmen. Das geht nicht. Haben wir ja dann keinen Birke mehr. Ah ja, machen. Ja. Great Wood. Das Kirschenzeug wollte ich loswerden. Wo ist denn das hingegangen? Ah, hier. Glatt übersehen. Schon wieder fertig hier? Geht ja mal nicht. Den reinballern. Wir machen hier das fertig. Hier kommen so viele Ingots raus. Da wird man auch später nicht mehr wissen, wo wir hin müssen. Okay, es sieht schon mal alles ganz gut aus. Jetzt brauchen wir noch diese Frame.